Studies bedeutet sinngemäß übersetzt Unterrichtsforschung. Eine Gruppe von Lehrpersonen wertet Unterrichtserfahrungen aus und leitet daraus Fragestellungen und Ziele zur Weiterentwicklung des Unterrichts ab. Der Unterricht wird gemeinsam geplant und durchgeführt durch die Beobachtung des Lernens einzelner Schüler, wird die Wirkung des gemeinsam geplanten Unterrichts untersucht. Aus den Daten dieser Beobachtungen werden Schlüsse abgeleitet für die Weiterentwicklung des Unterrichts. Lesson Studies stammen ursprünglich aus Japan, haben dort eine lange Tradition. Mittlerweile werden sie auch in Europa und Amerika eingesetzt. Die Planung einer Lesson Study beruht auf zwei wichtigen Faktoren. Einerseits einigt sich das Team der Lehrerinnen und Lehrer auf ein gemeinsames Thema und plant auch zweitens gemeinsam diese Unterrichtssequenz. Dabei sollen alle unterschiedlichen Erfahrungen, Methoden, Kompetenzen und fachlichen Expertisen der Mitglieder genutzt werden. Das oberste Ziel ist es, optimale Lernbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler zu schaffen und dementsprechend Inhalte und Materialien zu analysieren und auszuwerten. Es ist wichtig, in der schriftlichen Planung neben der Zeitstruktur auch die angewendeten Materialien sowie aber vor allem die erwarteten Lernaktivitäten der Schülerinnen und Schüler festzuhalten. Diese Unterlagen spielen eine wichtige Rolle bei der Durchführung des Unterrichts und bei der Beobachtung der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Ein besonderes Element der Lesson Studies ist die Beobachtung einzelner Schülerinnen bzw. einzelner Schüler. Diese sogenannten Case Pupils werden im Vorhinein ausgewählt und während die eine Lehrperson unterrichtet, beobachten die anderen Teammitglieder diese einzelnen Schülerinnen und Schüler. Dabei geht es darum, dass die sich in ihren Lernvoraussetzungen weitestgehend unterscheiden, damit wir möglichst viel über die Wirkung der Individualisierungsmaßnahmen herausfinden können. Fakt ist, wir möchten wissen, wie gehen sie an die Dinge heran, wie nutzen sie ihr Vorwissen, wann stellen sie welche Fragen, was stellt sich für sie als Hemmnis heraus und was lenkt sie vom Lernen ab und wann ist ihr Lernen erfolgreich. Möglichst zeitnah an den Unterricht werden die einzelnen sogenannten Case Pupils interviewt. Ziel ist es, Einblick in ihre Denkprozesse zu gewinnen. Wir möchten gerne erfahren, wie hast du gelernt, welche Arbeitsaufträge waren für dich hilfreich, welche Materialien hast du benutzt und war Lernen für dich überhaupt möglich. Es ist wichtig, die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen. Arbeiten können wir beobachten, aber über ihr Lernen können sie uns nur selbst Auskunft geben. Möglichst bald danach trifft sich das Team der Lehrerinnen und Lehrer, die gemeinsam an dieser Lesson Study arbeiten, um die Unterrichtssequenz zu analysieren und zu reflektieren. Dafür nutzen Sie die Beobachtungsbögen, die entstanden sind, die Aussagen der sogenannten Case Pupils, die Sie im Rahmen der Interviews getätigt haben und die Produkte, die im Arbeiten und Lernen entstanden sind. Wichtig ist dabei, dass der Fokus immer darauf bleibt, das Lernen aus den Augen der Schülerinnen und Schüler zu sehen, die Unterrichtssequenz mit der Wahrnehmung der Kinder nachzuvollziehen. Ziel ist es, mehr zu reflektieren über die Lernbedingungen mit dem Ziel, diese zu verbessern und Lernen förderlicher zu gestalten. Lesson Studies ermöglichen ein Miteinander und voneinander Lernen und die Weiterentwicklung des Unterrichts im Team. Genau das bestätigen die Forschungsergebnisse qualitativer und quantitativer Studien. In einer Studie von Lewis, Perry und Hurd konnte zum Beispiel anhand umfangreicher Datenmaterialien belegt werden, dass der Kompetenzzuwachs sowohl bei den Lehrerinnen und Lehrern als auch bei den Schülerinnen und Schülern enorm ist.
Voraussetzung dafür ist, dass Lesson Studies konsequent über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt werden. In einer weiteren Studie von Podgorski und Fischer wird belegt, dass Lesson Studies vielfältige Anlässe zur Reflexion des eigenen Unterrichts geben. Auf die Bedeutung der Reflexion des eigenen Unterrichts verweist auch John Hattie in seiner Metastudie. Er sagt, wenn Lehrerinnen und Lehrer den eigenen Unterricht zum Gegenstand ihres Lernens machen, zeigt das die größte Wirkung auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Genau das passiert bei Lesson Studies. Der eigene Unterricht und die Wirkung auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler wird im Team erforscht.